Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir haben es schon wieder Nacht und kämpfen um unser Überleben. Und alter Schwede, ist hier viel radioaktiver Müll. Und hier machen wir ein bisschen Normalgeschwindigkeit. Wir wollen jetzt das Haupttor bauen und haben jetzt mal gesehen, 4 Beeren sind drin. Wow. Ja gut, sie sollen jetzt das Tor bauen, da wird viel Personal benötigt. Und ich sehe gerade, hier ist auch ein schönes verfallenes Haus, ziemlich in der Nähe. Das heißt, wir haben Arbeit für Crow. Dann können wir nämlich hier erst das hier abbauen und dann weiter dieses Holzhaus. Guck mal her, Crow. Schön mal wegsnipern. Oh, die sind schnell. Das sind sehr Speedkäfer. Feuer! Aber du brauchst eine Shotgun für diese Scheißviecher. Essen wollen wir die auf jeden Fall nicht. Mir scheint alles hier sonst frei zu sein von irgendwie Ungeziefer. Man da hochgehen. Schade, hätte man hier auf eine Anhöhe gehen können und vielleicht auf andere Viecher schießen können. Da hinten ist nämlich noch eins. Das kannst du auch schon mal wegknallen. Oh, der ist ganz schön buggy. Aber jetzt ist er angekommen. Rattenkäfer. Da haben sich die Käfer mit den Ratten fortgepflanzt, ja. Ah, hier ist noch ein Rudel Mäuse. Die lassen wir jetzt auch mal in Ruhe. Crow ist leicht verwundet. Da kann sie wieder nach Hause gehen. Und sich erstmal ausruhen. Das hat sie verdient. Oh, das Tor. Die Autos werden wieder zurechtgerückt. So, und er meckert hier immer noch wegen der Nahrung. Oh ne, das haben wir ja schon gemacht mit dem Bären. So, dann kann ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Ah! Schöner, schwarzer, heißer Kaffee, Junge. Ich glaube, die Ratten greifen sie bestimmt gleich an, ne? Ja, scheiße. Ich hätte außen rumgehen sollen. Oh, Crow, du brauchst ein MG oder so. Ich weiß es nicht. Boah. Er hat's aber auch losgeballert hier. Das Tor wurde fertiggestellt. Cool, in einem Tag haben sie es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. So, und jetzt kann Crow erstmal Feierabend machen. So, das Tor ist fertig. Exit 2 Miles. Okay. Und schon kommen die ersten Überlebenden. Heidi ho! Wir können einfach nicht mehr. Es ist die Hölle auf Erden dort draußen. Ganze Lager sind von wilden Tieren völlig vernichtet worden. Aha. So. Er bringt aber Essen mit. 2 Kinder. 4 Erwachsene. Also 6 Personen. Und eine Ivy. Eine Wissenschaftlerin. Die Haare sehen aus wie eine Hippie-Tante oder Mettlerin, aber sie kann kämpfen. Das heißt, unser zweiter Spezialist. Sag ich doch nicht nein. Kommt rein, Jungs. Herzlich willkommen. Wir brauchen mehr Essen. So, und... wir bauen meinen lang ersehnten Traum, eine Schüssel. Wo kann man denn hier mal vernünftig einen abseilen? Ich glaube hier, das bauen wir direkt
Macht gerade keinen Sinn, aber komm, wir bauen die Schüssel direkt neben den Eingang. Können die Gäste erstmal kacken gehen. Ne, wir machen es hier hinten. Mit dem radioaktiven Abfall. Da bauen wir mal die Schüssel hin. Wird schon wieder Nacht, Mensch. What? Ah, du kannst kämpfen, das finde ich gut. Also, dann kann sie jetzt mit Crow immer zusammen losgehen. Wir können sie jetzt auch auf die Karte schicken. Crow? Auch. Cool, können wir aus denen so ein Dreamteam basteln? Ich glaube, wir müssen mal die alleine mal schicken. Kann das sein? Wir warten mal auf den nächsten Tab. Ah, was? Baue mehr Unterkünfte. Scheiße. Dass die auch nie reichen, die Unterkünfte. Hier soll eher Holz gesammelt werden. Ah, baue mehr Unterkünfte. Bauen wir wahrscheinlich nicht mal heute. Die Kolonisten sind hungrig. Die einfachste Nahrungsquelle sind Wildbeeren. Sammle sie ein, indem du... Ja, machen wir doch. Oder ist die leer? Nö, hier ist doch noch eine Zone. Da können noch Beeren gesammelt werden. Von dem kommt kaum was hier. Oder hat sie mal was gejagt? Nö. Also irgendwie ist der Fallensteller da schlecht. Da waren die ganzen Hirsche, die wir weggeknallt haben. Die hätten wir nicht abschießen sollen. Die hätten wir wahrscheinlich einfach mal in Ruhe lassen sollen und dann in Wilder rein schicken. Wir können aber aus einer Arbeitszone verlegen. Wir hätten nicht Tiere erschießen sollen. Scheiße. Auch die Ratten nicht. Die hätte wahrscheinlich... Ah. Der macht aus dem ganzen Zeug wahrscheinlich Essen. Arbeitszone verlegen. Da ist ein Hirsch. Versuchen wir das mal. Die wird aber wahrscheinlich... Ich würde es gerne gucken, wie sie heißt. Ich mache es jetzt nicht, weil dann schmeiße ich sie wieder raus. Aber die ist ja, glaube ich, jetzt hat Feierabend gemacht. Da müssen wir wahrscheinlich auch die Arbeitszone machen. Und immer nach Tieren suchen. Ah, doch, hier sind zwei Stück. Frage ist, kann sie gut kämpfen? Wer weiß. Ja, Nahrung, Wildbeeren, ist klar. Können wir den Punkt überspringen? Arbeitsplätze anpassen. Ah. Du kannst jetzt die Produktivität eines Gebäudes erhöhen, indem du weitere Leute zuweist. Um darin zu arbeiten. Anstelle eine helfende Hand ein und schaue, was passiert. Ja. Zum Beispiel die Fischerei. Die kann ich die Option Lagerstätte für Bären verbraucht. Oh, das ging aber flott. Hier war hier jemand nachtaktiv? So, einen haben wir noch. Kann ich nicht machen. Vielleicht nicht am Tag? Spuren ein bisschen vor hier. Unsere Leute sind ja nicht nachtaktiv. Und Crow hat sich noch gar nicht erholt. Oh, die Betten sind auch schon fertig. Sind die jetzt anders aus? Nee, sind identisch wie das hier, oder? Nee, hat zwei rote Fässer, da haben wir nur eins. Ist noch ein bisschen anders. Obwohl ich sagen würde, die Gebäude sind fast gleich. Nur anders angeordnet. Aber es ist nicht komplett identisch. Finde ich gut.
kann dem irgendwie nicht noch mehr zuteilen. Wie kann ich denn da, upsi dupsi, jemanden hinzufügen? Das würde mich mal interessieren. Also ich kann ihn rausschmeißen, ja. Ich hoffe, man kann die Gebäude noch ein bisschen warten auf Arbeiter. Vielleicht später verbessern oder vielleicht gibt es später noch effektivere Gebäude, neue Gebäude. Ah, hier kann ich... Nee. Okay. Ich würde jetzt gerne mal jemanden hier rausschicken. Geht das? Ohne Kaffee läuft nichts, ist richtig. Hier sind auch noch Ressourcen am Tor. Ach, das sind wirklich die. Cool. Die müssen noch weggeräumt werden. Das ist bestimmt auch das Zeug, was die Leute mitgebracht haben. Ah, hier auf die Weltkarte schicken. Ich schick mal Quo. Was jetzt? Haut sie jetzt ab, oder? Ich hoffe, dir passiert nichts. Okay, gehe zur Weltkarte. Drücke hier, um mehr zu erfahren. What do you want? I want, du sollst hier hingehen. Zur Farm. Plündern. Oh, die kann ich plündern? Ich hätte eher jetzt gedacht, auch was Friedliches. Weil da ist ja schließlich eine Farm. Hätte sein können, dass die noch jemand benutzt und, aber wir haben da nur Plündern. Ah, gut, dass wir auch eine Speerin haben. Die kann hier spähen. Das ist ganz geil. Also dann brauchst du wahrscheinlich einen Tag? Wofür stehen diese Punkte? Sie hat 7 Punkte. Okay, 2 Punkte zum Hinlaufen, wo eigentlich nur 1 steht. Dann späh mal. Plündern. Dann haben wir keine Punkte mehr. Okay. Da muss ich jetzt mal eine Nacht draußen verbringen. Und wir müssen am nächsten Tag mal gucken, wie es denn weitergeht. So, unser Dixie-Klo ist fertig. Gebäude geöffnet. Scheiße, wenn nicht. So. Die Bären müssten ja abgearbeitet sein, oder? Immer noch nicht 100 Pro. Hat sie jetzt mal Fleisch gefunden? Lagerstätte ist leer. Ich guck gleich. Ich suche die Jägerin. Also wir sehen gerade nur ein Tier, aber... Na gut, Produktion 65. Irgendwas macht sie. Hä? Wahrscheinlich hat sie eins geschossen. Ich habe keine Ahnung. Sie macht was. Wasser ist auch noch sehr niedrig. Ein Wasserturm. Speichert Wasser. Ein notwendiges Gebäude, wenn du den Verbrauch plötzlich vom Produktionsmengen übersteigt. Okay. Wasserturm. Wo bauen wir den denn hin? Nicht so ins grüne Gebiet, das könnte man aufforsten. Dann könnte das hier alles abhauen.
Obwohl taktisch unklug, weil dann können die Leute von hier oben sich hinstellen und da reinschießen, aber weil sie angegriffen werden. Aber ich gehe mal von aus, das machen die hier rüber. Wenn nicht, lernen wir dazu. Den Wassertank. Brauche ich den Wassertank hin? Ja, ins Kackgebiet, super. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden. Entscheide dich, Heinrich. Wo willst du den Wassertank haben? Hier neben den Kloake? Nein. Eklig. Neben dem Brunnen. Kann man es gleich reinstellen. Ach komm. Stellen wir hier hin und gut ist. So, wir gehen auf die Karte. Crow ist wieder einsatzbereit. Du könntest... Warte mal, wir machen mal Folgendes. Wir schicken beide Spezialitäten... Spezialkräfte raus. Wenn das geht, warte mal. Evie, ich hoffe, du kannst auch gut kämpfen. Ivy, Evie. Irgendwie heißt sie so. Kann ich den Namen anpassen? Oh ja. Evie. Ivy. Oder... Ach, das geht leider nicht. Schade. Zu viel. Dann nenne ich dich... Blub. Nein. Kannst Ivy bleiben. Ich finde es schade, wenn man das nicht so richtig, nicht so viel ausschreiben kann. Weil Ivy, Ivy oder so finde ich ein toller Name. So, denn sie kann... dahin... Ah, sie ist erfolgreicher beim Plündern. Warte mal, scheiße. Plündern hat sie nur 2, Forschung 2, Angriff hat sie mehr. Plündern, Gefahren. Jetzt ist, na, mach das mal hier. Gefahrenchance 0. Jetzt hat sie 0 Punkte und sie hat auch 0 Punkte, okay. Aber hier ist ein bisschen gefährlich. Aber Ivy, die Wissenschaftlerin, wird das schon hinkriegen. Und dann kann Crow nämlich das nächste Gebiet ausspähen. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Scheint aber hier ein bisschen nicht so klein zu sein. Gut, dann geht wieder ein Tag zu Ende. Spulen wir die Nacht wieder vor. Und bevor ich es vergesse, unser Bärenvorrat ist ja aufgebraucht. Das heißt, wir müssen unsere Arbeitszone verlegen. Und wir verlegen sie hierhin. Dann ist unser Abbaugebiet. Ja, hat es auch aufgebraucht. Das verlegen wir hierhin. Dann haben wir das schon mal gemacht. Und gehen weitere unserer Wege hier. Spulen wir ein bisschen vor. Wir haben auch schon lange nicht mehr hier irgendwie Tutorial-Mission-Tipp gehabt. Wir haben ein Radio. Radio Armageddon. Musik. Himmelslichter. Ah, ist einfach die Musik. Oder waren das jetzt alle Tutorials, Tipps, die wir haben hier? Ja gut, das haben wir noch nicht. Oh, also nicht. Ich überlege noch, was wir bauen könnten. Unser Wasserturm ist ja auch ein Holzfäller und ein ein Förster. Ein Schneider.
Werkzeugladen. Kram, den keiner braucht. Viel Dekoration haben wir eigentlich gar nicht. Ist das alles? Zum Witz. Grabgrube? Krass. Wir bauen ein medizinisches Zelt. Das ist immer ganz dufte. So, das baue ich jetzt aber mal. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Straßen zu bauen, ne? Fehlt uns da irgendwie Baumaterial? Ah ja, wir müssen auf die Karte, Entschuldigung. Wir können weiter plündern. Ach komm. Geh mal ein bisschen hier um die Ecke gucken. Aha. Das ist auch ungefährlich. Ich weiß nicht, 33 Gefahrenstufe 1. Ach komm. Okay, sie hat die Ressourcen, aber hat sich dabei verletzt. Dann kann sie auch spähen. Und dann war es das auch schon. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen, weil unsere Spezialisten sind ja jetzt unterwegs. Baumaterial nicht ausreichend für medizinisches Zelt. Was fehlt denn da? Ah, wir brauchen mehr von diesem Plastik und der Typ ist quasi hier an Arbeit. Das dauert. Der ist nämlich wirklich ausgelastet. Ich frage mich jetzt, warum Patientenplätze? Ach so, das ist irgendwie was Medizinisches. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hilft. Es ist halt so, ja, uns hilft quasi, dass es so ein, man so ein Level haben muss, damit die Leute glücklicher sind, dass man einfach so Latrinen hat, vielleicht so Aquädukt oder keine Ahnung, irgendwie, Wasserfilter, dass das so ein bisschen die ja, Gesundheitslevel, dachte ich so, aber irgendwie kann man auf eine Latrine einen Patienten ablassen. Keine Ahnung. Der Wasserturm, der hier schön im Weg steht. Aber sonst Lebensmittellager. Oh Gott, bin ich wohl. Gebaut? War der schon vorher da? Scheiße! Der war schon vorher da! Wenn ich den jetzt abreiße, gehen denn dann die Sachen verloren? Weil der hat keine Arbeitszone hier, ne? Dann sage ich hier mal abreißen. Und dann mal gucken, was mit den Waren passiert. So, wir haben wieder Punkte. Hm. Ist nicht mehr so fit. Ja, das ist natürlich. Da gehen wir mal nicht weiter. Das war's. Du kannst da aber lang gehen.
Oh, wir haben irgendwelche Silbermünzen gekriegt. 0 Punkte. Ja, den, die lassen wir erstmal da, wo sie sind. Sie wird dann hier nochmal auskundschaften und sie, ja, sie danach geht's nach Hause, weil sie verletzt ist. Schade, ist nur so ein kleiner Weg. Ich habe gehofft, dass es halt ja, ein größerer wird, aber naja. Ah, hier sind auch die Sachen für Spezialscheiße, kann das sein? Hm. Kacklager. Na gut, jetzt haben wir das eine Lager abgerissen. Dann bauen wir das zweite auf. Der dritte, meine ich. Knochenbruch. Ja, scheiße ist. Wie geht das denn, Penelope? Kannst dich gleich einweisen. Beim Bau erstmal den Arm abgebrochen. Gut, dass wir das noch rechtzeitig gebaut haben. Sonst müsste sie jetzt auf dem Klo behandelt werden. Schön auf dem Plumpsklo hinter Nuklearabfall. Da möchte man doch wieder richtig gesund werden. So. Penelope ist wieder fit. Bau vom Lagerhaus wurde fertiggestellt. Das ist auch wirklich ein Lagerhaus, wie wir sehen. Oder ein Lagerschuppen, besser als diese Kackzelte. Da würde ich eher meine Nahrung drinnen lagern, als hier in so ein fucking Zelt. Wo denn die Tiere quasi. Ja, abreißen haben wir schon gelernt. Oh, warte mal. Mitunter wirst du ein Gebäude abreißen wollen, um an wertvolles Material zu gelangen. Reiße Anfangslager ab. Es scheint ziemlich leer zu sein. Oh, so ein Auto habe ich aber nicht, was ich kaputt machen kann. Wir haben hier keine Fahrzeuge. Vielleicht, weil wir hier mitten im Grün sind. Ich habe hier echt noch kein Fahrzeug gesehen. Oh, oh. Oh, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Wenn ja, tut's mir leid. Ich habe immer so ab und zu... Ich habe so vom Staub kommt oder so. Einfach so ein Nieserchen, so kleine scheiß Nieserchen. Was ist das denn da? Plündern. Wir können da... Käfer? Plündern? Bugs? Plündern Stufe 3, das hat sie ja, ne? Genau. Ja, dann... Plünderkäfer? Kann man die essen? Was sind das so? Lecker? Leckerkäfer? So, sie ist aber eine Speerin und hat einfach mehr Bewegung. Oh, hier haben wir ein Wissenschaftsgebäude. Okay. Aber sie ist ja gerade nicht in der Nähe. Nee, ich schicke sie zum Wissenschaftsgebäude. Die Käfer können wir uns ein anderes Mal holen. Vielleicht, wenn wir wirklich Essen brauchen. Ich glaube, ich raffe das mit dem Brunnen erst jetzt, weil entweder baut er hier nur die Sachen ab oder erfüllt den Wasserturm nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie das hier mit dem Wasser läuft. Aber es ändert sich hier irgendwie nicht. Ist der voll, weil er hat Kapazität 700, sieht man den Zustand, sieht man, aber man sieht nicht, wie viel ja, hat es. Ja, bau nochmal die Bretter ab, Mensch. Schön wäre es, wenn man eine Info kriegt, wenn komplett alles aufgebraucht ist und nicht, wenn ein Teil aufgebraucht ist. Das holt da irgendwie auch keiner ab, ne? Bleibt einfach liegen, ist okay. Dupsi. Das sind die Ressourcen, die bringt aber keiner dahin. Hm. Ey, geh ins Jagdgebiet zurück. Scheißvieh. Ah, sie war einmal verletzt und hat das verbraucht. So, jetzt ist die Lagerstätte komplett leer. Dann reiß doch mal die Hütte ab. Das mit dem Brunnen raff ich echt noch nicht. Von 6, 6 von 6. Ich meine, viel Platz haben wir ja eh nicht mehr, ne? Man könnte ja schon die nächsten Gebäude bauen, die hier nicht hinpassen. Das ist scheiße. Einzelne Zelte passen da nochmal hin. Bauen wir 2. Oder nicht? Schade. Ah, so könnte es passen. So, dann brauchen wir auch demnächst einen Holzfäller. Kann das hier nämlich alles abholzen. Oh! Metroidenschauer hier. Vor der Apokalypse galten Sternschnuppen als Glücksbringer. Wenn man eine sah, durfte man sich etwas wünschen. Das ist jetzt nur noch schwer zu glauben, denn heutzutage hofft man beim Anblick einer Sternschnuppe, dass wir den Tag überleben. Was nie klappt. Der Himmel verwandelt sich in ein blutrotes Inferno und brennendes Gestein schießt durch die Atmosphäre herab. Undurchdringbare Schauer aus tödlichen Objekten rasen auf die Kolonie zu und verursachen großen Schaden. Ja, versuchen Schäden an Menschen und Gebäuden. Halte genug Baumaterialien für Reparatur vorrätig. Habe Träger im Einsatz für Reparaturen. Errichte bessere Unterkünfte, damit die Kolonisten geschützt sind. Was soll ich denn da bauen? Bunker? Also jetzt mal ehrlich, was soll denn da helfen? Da hilft doch niemand ein Haus aus Stein, wenn da so ein Ding vom Himmel fällt. So, wir werden... Ich überlege gerade, ob ich baue hier erstmal den Holzfäller hin und sage, wir bauen ihn gleich in die Mitte. Ne, ich baue ihn erstmal hier hin. Und sage dann Arbeitsgebiet erstmal hier alles abhacken. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. Können wir ein bisschen noch ein paar Hütchen bauen. So am See.
Ja, das wissen wir. Aber er steht bevor, ist noch nicht da. Oh, hier. Eine Katastrophe bahnt sich an und du musst dich auf sie vorbereiten. Ihre detaillierte Beschreibung findest du in der Katastrophenbenachrichtigung. Baue Blitzableiter, um eine Stromversorgung zu errichten. Oder Latrinen oder Sauna, um Kolonisten selbst nach einer Katastrophe vor möglichen Infektionen zu schützen. Sauna? Also baue ich gerne, kein Problem, und Blitzableiter, aber kann ich denn sowas bauen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Blitzableiter oder eine Sauna? Nö. Kann ich nicht, habe ich nicht. Würde ich aber gerne bauen. Tut mir leid, habe ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch. So, Eevee. Das wird dauern. Aber du hast Wissen, du hast Forschung 4. Das ist... echt gut. So, da machen wir einen weiten Bogen. Fahrzeug betreten. Verbrauche alle restlichen Aktionspunkte, um das Fahrzeug zu betreten. Aha. Ein Fahrzeug haben wir. Wir haben noch eine Stadt, wo wir Bleche plündern können. Ich finde das Fahrzeug interessant. Okay, jetzt müssen wir eine Runde warten. Ich finde das cool. Also, dass wir auch da diese Karte erkundschaften können. Wahrscheinlich. So, jetzt haben wir Platz wieder, ne? Für ein paar Leute. Ich weiß nicht. Es gibt so Strategiespiele, da braucht man extra Platz. Dann kommen erst neue Leute. Sag ich's doch. Genau so ist es. Rund um die Kolonie wurden seltsame Fußspuren entdeckt. Und sie bleiben auch nur eine Zeit X und dann verpissen sie sich wieder. Ja, was? Wer seid ihr? Betrügerische Spuren. Vor der Kolonie wurden seltsame Spuren entdeckt, die zwar wie Tierspuren aussehen, aber einem menschlichen Muster folgen. Die Kolonisten sind besorgt und fragen sich, welche abartigen Kreaturen wohl auf ihre Siedlung schleichen. Naja, Falle bauen, untersuchen. Wir können erst untersuchen. Eine kleine Gruppe macht sich auf, um den Spuren zu folgen. Sie schlagen sich immer tiefer in den Wald und gelangen schließlich zu einer Werkzeugkiste, die in einem hohlen Baum versteckt liegt. Die Fußspuren enden dort und es sieht ganz danach aus, als würdet ihr nicht nur mit Tieren zu tun haben. Das finde ich cool. Also ich finde diese kleinen Missionen putzig. Die finde ich wirklich gut. Die gefallen mir. Wir hätten eine Falle aufbauen sollen. Dann hätte man die vielleicht erwischt. So, jetzt haben wir hier zwei Single. Die Idee zu den Zelten war erstens, dass es hier ein bisschen passig ist und stimmig wird hier, ne? Finde ich. Weil ich habe die Straße gebaut, da muss was ran. Und zweitens, vielleicht pflanzen sich die Leute davor, sind privat. Weil, ganz ehrlich, würdet ihr euch fortpflanzen wollen in einem Zelt mit sechs Leuten drin? Wo du mit deinem Partner oder Partnerin, whatever, mit vier anderen Leuten noch da so, die dazu gucken. Oh, die beiden rammeln es wieder, wollen wir ein Kind machen. Oh, gib Gas, Junge, gib Gas. Diesmal klappt das, wir drücken die Daumen. Nein, das will kein Mensch. Obwohl, die haben ja einzelne Zelte hier, ist ja kein Gruppenzelt, aber so nah beieinander, da hörst du ja, wenn der hier pupst, dann hört der das. Aber der hört aber auch, dass der im blauen Zelt rülpst. Im Schlaf, keine Ahnung. So, Holzlager ist fertig. Dann müssen wir vom Holzlager eine Arbeitszone verlegen. Und die Arbeitszone will ich hier haben. Ich will hier so die Bäume weg haben. Damit wir dort Platz haben für neue Gebäude. Weil das sieht hier auch gut nach
Vielleicht kann man später so, keine Ahnung, Getreidefelder bauen oder so. Da wäre natürlich hier so gute Erde. Was ist das denn? Lagerstätte ist leer. Ja gut, haben jetzt keine guten Sachen mehr. Das ist das Problem. Wer sammelt da einfach Holz? Hygiene. Für die Kolonisten kann es bisweilen schwer sein, in der Einöde auf ihre persönliche Hygiene zu achten. Schmutzige Kolonisten werden schnell unzufrieden und fangen sich öfter Krankheiten ein. Hilf ihnen, indem du Latrinen in ihr baust. Okay. Wir machen Mission Kaka. Wir bauen Latrinen. Hier konnte man, glaube ich, eh nichts mehr bauen. Dann bauen wir hier eine Latrine. Dann bauen wir hier eine Latrine. Weil die sind schmutzig, sehr eklig. So, wir... Da ist gut mit euch, meine. Kriegt ihr nicht nur eine Latrine? Nein, ihr bekommt gleich zwei. Das ist awesome. Richtig cool hier. Zack. Ich hätte gerne eine breitere Straße, aber naja, man nimmt das, was man kriegen kann. Ist ja eklig, wenn sie so schmutzig sind. Tage bis Katastrophe, null. So. Was braucht man denn für die Scheißlatrine? Verdammte Axt. Junge, gib Gas hier, ey. Dass wir auch nicht mehr Personen da reinpacken können. Vielleicht finden wir Plastik auf der Weltkarte. Mach Forschung. Sammel Forschung ein. Ist als Ressource drin? Ich habe keine Ahnung, was sie hier gemacht hat. Vielleicht muss man echt den Wert da abarbeiten. Hm. Keine Ahnung. Wir wollten zum Auto. Oh, cool. Der fährt. Zurück zur Kolonie. Wir haben unser erstes Auto. Geil. Ja, damit kann man weiter wegfahren. Das ist cool. Wir haben ein Fahrzeug. Na gut, dann brauchen wir Treibstoff wahrscheinlich dafür. Müssen es reparieren, etc. Finde ich cool. Warum seid ihr jetzt auf alle mal verschmutzt? Technologiebaum. Mehr erfahren. Ja. Du hast deine ersten Wissenschaftspunkte. Ah, weil wir haben da diese... ja, genau. Die Sachen gesammelt haben. Du kannst jetzt im Technologiebaum öffnen und deine erste Technologie wählen. Die Freischaltung von Technologien erfordert mit Wissenschaftspunkten und Zeit. Technologiebaum, wo bist du? Ist auch ein bisschen wenig. Achso, man kann nur scrollen. Eieiei. Das war nur für Nahrung. Produktion. Kolonie. Erkundung. Grenzaußenposten. Überlebenstechniken. Was kann man damit lernen? Verbessert die Produktionseffizienz. Aha, aha, aha. Grundlagen. Schaltet man damit auch Gebäude frei? Ach, geil. Jawohl. Ein kleines Feld, sag ich doch. Häuten. Aha. Der Fallensteller bekommt Fasern. Das ist natürlich Porno. Das ist geil. Inventar. Regenerierbare Materialien. Oh, das ist richtig cool. Schwere Planen. Die Zelte halten länger. Cool. Krankenschwestern. Für die Versorgung. Cool. Süßes Porzellan. Man kann eine bessere Schüssel bauen.
Haha! Nennt sich Baracke. Da hast du wahrscheinlich die Schüssel schon im Gebäude drin. Und Erkundung. Verstärktes Tor, Stufe 2. Ja, man kann Gebäude mit freischalten. Das ist geil. Das ist cool. Das ist... Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir. Ich weiß nicht, wie das andere gewesen wäre, wenn ich es gekauft hätte. Endzone oder wie auch immer das hieß. Der einzige Unterschied, das hier gibt es im Epic Store und das andere wäre bei Steam. Und ja. So ist es, wie es ist. Jetzt habe ich das und ich habe meinen Spaß daran. Das ist wichtig. Spaß an dem Spiel zu haben. Ich hätte jetzt aber trotzdem mal gern, dass ihr immer wieder sauber seid, ihr Schmutzfinken. Also, es ist die Zufriedenheit, die ein bisschen tief ist. Kann man was mit Alkohol bauen? Nahrung. Muss man wahrscheinlich lernen. Was steigt immer die Zufriedenheit? Ich überlege, was kann man denn noch bauen? Latrine ist fertig. Juhu! Jetzt könnt ihr noch mehr kacken gehen. Ja. Holzfäller haben wir ja auch. Wir können jetzt hier so Berufsgebäude machen. Werkzeuge oder... Den können wir nicht bauen, weil wir da keinen Plastik haben. Das würde ich noch ein bisschen später machen. Das würde ich noch nicht jetzt machen. Hm. Was kann man noch machen hier, verdammt Angst? Wie sieht's denn aus mit den... Ah, das Gebäude wird noch abgetragen. Und die Bären werden noch gesammelt. Ja, dann können wir mal vorspulen. Passiert ja nichts gerade. Katastrophe ist bisher. Oh, 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 oh. Die Gebäude werden schwere Schäden nehmen. Also bisher ist nichts runtergekommen. Oh doch, jetzt kommt was. Alles daneben, ey. Ui, da hat's was erwischt. Nee? Gut. Boah. Ey, du Sack, das ist mein Lager. Du Arschkrampenfotzen-Typ, du. Ich komm nach oben und hau dir in die Fresse. Lass mein Lager in Ruhe. Oh, hat aber ausgehalten. Ich sag's und da kommt gleich der nächste Asteroid runter. Aber es sind nur kleine. Die machen nur kleine Schäden wahrscheinlich hier. Der war ein bisschen größer. Und wir haben nicht so viele Fasern. Reparieren. Jetzt reicht sie aber auch. Hör auf! Das reicht doch. Mach doch nicht so viel kaputt. Oh, noch mehr Zelte. Jawollo, ey. Ich habe keinen Stoff mehr. Und eine Notunterkunft ist im Arsch. Fuck you. Alter, jetzt hört doch mal auf hier. Ich habe gleich keine Basis mehr. Scheißverein. Hör auf, meinen Wassertank kaputt zu machen. Pfui. Mann, ich kaufe mir Regenschirme. Haben wir es jetzt? So, warte mal, was wollen die? Oh, kurz Pause hier, ist ja dramatisch. Die Kolonisten wollen auf Entdeckungsreise gehen.
Jetzt, wo hier die Asteroiden vom Himmel fallen, wollen sie die Welt erkunden. Ja klar, haut ab, ihr Schweine. Fickt euch. Flussfahrt ins Glück. Der Fluss in der Nähe hat eine Gruppe Kolonisten neugierig gemacht und sie wollen herausfinden, was eine Reise dorthin ihnen bieten kann. Es ist ihnen gelungen, ein einfaches Floß zu basteln und sie wollen nun unbedingt testen, ob es schwimmt und was sie am Flussufer so alles erwartet. Lassen wir sie fahren, verschwinden sie vielleicht für immer. Ja, und wenn sie mir sagen, dass sie es nicht machen sollen, sind sie unglücklich wahrscheinlich. Ach komm, ich lass sie fahren. Als die Gruppe endlich zurückkehrt, sie kam doch zurück, kann sie nur leere Hände vorweisen. Das Boot ist nach der Hälfte gesunken und den Kolonisten gelang es nicht, ihre Ausrüstung zu retten. Nachdem sie Stimmen in den nahegelegenen Wäldern gehört hatten, beschlossen sie zu fliehen und tauchten nicht mehr nach ihrem gesunkenen Schiff. Super! Ich hätte sie noch verbieten sollen. Fuck! Aber sie haben Stimmen gehört. Vielleicht gibt es denn doch Menschen draußen, ne? So, mein Brunnen läuft aus! Oh, könnt ihr mal aufhören, diese Asteroiden vom Himmel zu schießen? Jetzt reicht's doch mal hier. Ich bin doch Anfänger. Ich habe das Spiel erst angefangen. Das wäre nämlich voll ätzend, wenn dieses Gebäude kaputt wäre. Da hätte ich ja nichts mehr zum Reparieren. Na, Reparatur, komm. Ja, brauche ich 5 Stoffe. So, was kann ich hier machen? Räumen, ja, räum mal weg. Und scheißen Dreck hier. Hey, wir haben überlebt! Ich glaube, ich habe eine Sache rausgelernt. Und wir bauen nicht mehr so nah beieinander. Also doch, machen wir es, aber ich werde später doch ein bisschen mehr Platz lassen zwischen den Gebäuden, weil sonst, ja. Ja, so schön denn so eine Katastrophe. Freut mich. Hat richtig Spaß gemacht. Top. Finde ich toll. Na klar finde ich es toll, aber es regt mich auch ein bisschen auf. So, Baumaterial. Nicht ausreichend. Ja, dann sammelt doch mal das Baumaterial. Achso, nein, scheiße. Uns fehlt Plastik. Ja, wir brauchen mehr Plastikarbeiter. Das ist, scheiße. Das Zelt hat's auch erwischt. Aha. Wir haben Glück, dass wir keinen Mitarbeiter verloren haben. Weil die können ja auch sterben, wenn ich das so sehe. Oh, hier bin ich ein gutes Jagdfeld, sehe ich gerade. Hier sind Ratten. Und Hirsche. Wir brauchen mehr Leute. So. So, sie ist zurück. Quo ist zurück. Yeah, und du kannst mal ein bisschen Wissenschaft machen. Wissenschaftler mal rum hier. Ah, keine Punkte mehr. Ah, fuck it. Ich hab vergessen, den Technologiebaum zu bearbeiten. Grenzaußenposten. Schaltet Grenzaußenpostenlager frei, mit denen Außenposten auf der Weltkarte errichtet werden und erhalten werden können. Die Erweiterung des Einflussbereichs der Kolonie. Die Außenposten ermöglichen Spezialisten erbeutete Ressourcen abzuladen.
ohne in die Kolonie zurückzukommen. Ja, na gut, das ist wahrscheinlich erst für später interessant. Tauschhandel. Deine Kolonie ist nicht die einzige auf der Welt. Da draußen gibt es noch andere Gemeinschaften, die bereit sind, Waren mit dir zu tauschen. Baue dazu ein Handelszentrum und steuere die Transaktion von dort aus. Tauschangebote können im Handelsmenü verwaltet werden. Ja, könnte man vielleicht bauen. Das machen wir mal. Achso, muss erforschen klicken. So, Kolonie. Schwere Planen, Krankenschwester. Innenwände. Ein großer offener Raum, der oft noch mit anderen Bewohnern geteilt wird. Fördert nicht gerade die Intimität. Ah. Kann man Zwischenwände reinbauen, ne? So. Achso, ich muss erstmal warten, bis das hier fertig ist. Forschungszeit. Sind das Stunden? Sekunden? Minuten? Hm. Hm. Keine Ahnung. Da kommt Quo zurück. Wo ist das Auto? Ja, what? Wo ist das Auto? Du hast doch ein Auto gefunden. Also, das Dörflasch hat sie hier abgeladen. Okay, Plastik hat sie auch abgeladen. Oder wurde das Auto gleich zerschrottet? Hm. Egal, wir haben einen Plan. Das ist cool. Oh, und sie hat Fleisch. Aha. Aha. Brooklyn. Oh, schön lecker Fleisch. Sind zwar keine Tiere mehr, aber vielleicht wachsen die ja nach. So, wie sieht es mit deiner Effizienz aus? Ja, der arbeitet so vor sich hin, ne? Oh, die Bären sind alle. Hier sind so ein bisschen Viecher, ne? Ach, die waren da hinten. Gut, dann kannst du hier ein bisschen Bären sammeln. Ja, Quo, heil dich. Ah, du bist ja geheilt, ne? Du kannst ja quasi wieder auf die Weltkarte raus. Wollte nur mit dem Auto, dass du das Auto zurückbringst. So, dann kannst du ja mal die Felder hier um unsere Basis erkunden, Quo. Ja, hier ist ein Hauch von nichts. Hm, naja, ist unterwegs. Also der Kunden macht schon mal richtig Laune. Der Holzfäller ist auch gut dabei, der braucht noch ein bisschen Zeit. Aber die Leute heilen noch nicht so alle. Tut nix. Ausrüstung, Kleidung. Hallo. Hallo. Hallo Arthur. Hm? Ah, die können auch Werkzeuge hat die, okay. Und Waffen könnte man der Person geben. Ich hätte auf Reparatur klicken müssen.
So, gehen wir mal auf die Karte. Da hat sich ausgewissenschaftelt, ja? Nee, ich bringe sie erstmal zurück. Sie kann erstmal nach Hause gehen. Die Ivy und Quark und Shuffle weiter. Gebäude mit Maden. 50 Würmer oder Maden lesen, nee, sind Würmer, würde ich sagen. Yummy, yummy, Würmer, ja, Würmer. Lecker. Lecker Schmecker. Wir haben eigentlich Platz für noch mehr Einwohner, aber bekommt gerade keine. Ah, was ich hier auch nochmal machen kann, weil ich das Wassersystem ja noch absolut nicht verstanden habe. Wir bauen hier hinten nochmal einen Brunnen. Hier neben dem Klo. Und ich könnte eigentlich warten, aber ich baue jetzt hier auch nochmal. Hier was mit Werkzeugen zu bauen, wäre natürlich klug, wenn derjenige natürlich nicht so weit laufen müsste zu dem Lager. Wir machen mal Folgendes. Ich brauche Straßen. Auch in der Apokalypse brauche ich Straßen. Schotterstraßen. Kosten ja nichts, ne? Keine Ressourcen. So. Ich finde es einfach hübscher. So. Denn dann verbinde ich hier die Straße. Und dann baue ich hier an der Ecke. Gut, ich könnte auch hier gegenüber. Ja, ich baue den hier an der Ecke. So, es ist wieder Nacht, wir spulen ein bisschen vor und ich habe schon wieder die Zeit aus den Augen verloren. Einen Tag spielen wir noch. Wasserbrunnen ist fertiggestellt. Eine Gruppe Überlebender ist perfekt. Ich brauche Mitarbeiter. Das Problem ist, mehr Mitarbeiter, mehr Wasser. Oh, unser Wasservorkommen ist gestiegen. So. Oh, zwei Erwachsene und ein Kind. Und noch eine Spezialistin. Irgendwie kriegen wir nur Frauen. Na gut, es ist, nennt sich Lady. Sie kann sich gut erholen, schlecht plündern, kämpfen kann sie gut. Führung, Forschung, aber... Aber sie bringen richtig gut Vorräte mit. Öffne das Tor, wir suchen einen Unterschlupf. Sind nur zwei Erwachsene und ein Kind. Nehmen wir mit, so eine Spezialistin. Wobei die Spezialistin ist schon, zählt ja zu einem Erwachsenen. Ich verstehe nicht, wie er beschützen soll.
Arthur ist erwachsen geworden. Herzlichen Glückwunsch, Arthur. Hm? Endlich kein Kind mehr. Endlich jeden Tag hart arbeiten. Arthur, das macht Spaß. Früher hast du einfach nichts getan, Eier geschaukelt als Kind in der Apokalypse. Jetzt kannst du tatkräftig mitarbeiten. Ich finde es schade, dass hier keine Kinderarbeit möglich ist, aber vielleicht kann man es erforschen. Ich setze mich hier stark ein für Kinderarbeit in diesem Spiel. So, und Ivy kann nach Hause. Soll sich mal heilen. Dann muss ich mal gucken. Sie hat hier überhaupt keine Führung. Zumindest nicht auf dieser Karte. Sieht man nichts. Dann wäre es doch besser, wenn Lady zu Hause bleibt. Aber Co. ist nicht so gut im Plündern. Das finde ich schade. Er hat auch keine Verteidigung. Also wir kommen mit ihr nicht gegen diese Gang an. Da unten. Da ist einfach zu schwach und hat keine Verteidigung. Sie macht zwar gut Schaden, aber ich habe Angst, Crow zu verlieren. So, dann da haben wir einen Würmerfarm. Oh, hier kriegen wir Medikamente. Medikamente sind ganz gut und ganz wichtig, aber Gefahrenchance ist bei 67%. Gucken wir doch erstmal weiter. Können wir nicht, weil sie ausgepowert ist. Oh, hier sind alte Städte. Oh, hier waren auch Gefahren, aber 33%. Hier waren ja auch damals 33%, aber... Naja. Hat ja geklappt, aber das ist hier ein bisschen mehr, ne? 67. Aber Medikamente sind nicht leicht zu bekommen. Können wir mal gucken. Führung 2, Erkundung 2, Angriff 3, ja, für Erforschen. Plündern ist die ganz gute. 3. Was hat Lady? Lady hat auch keine, aber hat 4 auf Kampf. Ist besser als Quo. Forschung auf 3. Plündern kann die gar nicht. Plündern kannst du 3. Ich glaube, da bist du besser als Quo. Ja. Hm. Also keine von diesen Personen ist irgendwie am besten. Klar, Ivy brauchen wir, wenn irgendwas Wissenschaftliches ansteht. Und Lady, vielleicht können wir Lady da unten die Jungs zum eliminieren. Ich würde noch ein bisschen mehr ranzoomen wollen, aber dann sieht man hier ist auch nichts richtig ausgearbeitet, wenn ich das so sehe hier bei der Person. Auf dem Bild hat sie Haare und diese Figur hat keine so richtig, nur kurze Haare. Wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass man nicht richtig reinzoomen kann. Aber läuft, ne? Wir leben noch. Plastik. Ich habe mich so aufs Auto gefreut und dann hat man das Auto auseinandergenommen. Das finde ich schade. Ah, ich spule mal vor hier. Ich will noch was auf der ich will noch mal kurz erkunden. Und das macht gerade richtig Spaß, das Erkunden. Wir haben richtig Holzmangel, sehe ich. Spezialist ist einsatzbereit.
ist das denn da? Plündern, Plastik. Jo, geil. Vor allem gefahrlos. Das ist super. Da kann sie erstmal hier richtig plündern. Genau, Quo. Dann kannst du hier erstmal plündern. Das Essen lassen wir nochmal hier. Wir brauchen mehr Leute, die unterwegs sind. Das ist einfach zu wenig. Ich Bonus für die Basiswerte Aktionspunkte. In Kürze. Hm. Na gut, wir lassen Lady zu Hause, weil ich weiß nicht, was es bringt. Wenn ihr es wisst, was es bringt, dass eine Person mit Führung zu Hause ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe es noch nicht gerafft hier. Wir kriegen auch mittlerweile keine Tipps mehr. Jetzt sind wir so ein bisschen auf uns alleine gestellt. Ich schicke Evie nochmal raus. Evie, du kannst nochmal in die Welt rausgehen. Ich wollte, dass du dich heilst. Hast du ja gemacht. So, Evie. Auch eine Gang neben uns. Ist ja geilo. Das sieht sogar echt scheiße aus, der Typ. Auch Evie macht gegen den viel Schaden. Aber der hat kaum Rüstung. Vielleicht holen wir mal Lady raus und dann kann Lady mal hier den einen auf die Nuss geben. Gucken, was passiert. Dann haben wir alle eine Aufgabe. Quo zum Erkunden, Evie zum Wissenschaftlern und zum Plündern und Lady kommt raus, wenn es was auf die Fresse gibt. Der macht auf jeden Fall 5 bis 10 Schaden. Komm Lady, du haust du auf die Fresse. Das will ich sehen. Ah, sie kommt aber erst da noch hin. Dann müssen wir noch einen Tag warten. Der nächste Tag fängt sie erst an. Und es sind immer noch Leute verwundet. Warum heilen die sich nicht? Heilt euch doch mal. Ah, Technologiebaum hätten wir auch noch weiterbauen können. Warte mal. Wir haben ja Tauschhandel fertig gemacht. Motorisierung. Dafür müssen wir mal Grenzaußenposten können. Und dann können wir eine Garage bauen. Dann könnten wir vielleicht das Fahrzeug nutzen. Aha. Aber haltbare Gebäude sind auch wichtig. Aber man kann hier so alles ausbauen. Inventar, Logistik. Ah. Was soll man hier alles bauen? Windkraftwerk. Ah. Ich will alles bauen. Brechstangen. Ja, komm. Für Schürfzug und Recycler. Erforschen. Können ja nicht mehrere Sachen parallel erforschen? Ah, doch geht's. Wir können nur unter Produktion immer eine Sache erforschen. Gut, dann, ach, das geht nicht, weil wir das noch brauchen. Das geht auch nicht. So früh gefreut. Wir können doch nur eine Sache immer erforschen. Schade. Aber so habe ich mir schon gedacht. Ja, dann haben wir wieder Nacht. In New Brunswick. Ja, ich würde sagen, ich lasse die Nacht erstmal so ausklingen. Wir machen hier mal einen Break. Ich habe wieder keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ich versuche sie nicht allzu lange zu machen. Immer so ideal halbe Stunde, 45 Minuten. Aber hier, so bei Strategiespielen, da fliegt die Zeit. Das glaubt ihr ja gar nicht. Man guckt hier ein bisschen, macht da ein bisschen und schwuppdiwupp ist eine Stunde um. Aber egal. Mir macht's Spaß bisher. Ich hoffe euch auch, wenn ihr mehr sehen wollt. Einfach mal ein Like da lassen oder vielleicht einen kleinen Kommentar. Vielleicht habt ihr es schon durchgespielt, kennt ein paar Tipps und Tricks. Dann schreibt es mal runter in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.